willkommen im Schlosspark der Evenburg hier in Leer in Ostfriesland. Mein Name ist Birgit Zimmermann und ich stelle Ihnen heute den Datensatz Spielhaus vor. Hier an dieser Stelle im Park hat der Schlossherr Karl Georg von Wedel im Jahr 1897 für seine damals 5 Enkelkinder ein Spielhaus bauen lassen. Und das möchte ich mit Ihrer Hilfe wieder zum Leben erwecken. Der Standort für das Spielhaus ist so gewählt, dass er es von seinem Arbeitszimmer im Schloss aus sehen konnte. Aus den Erinnerungen der Mathilde, Gräfin von Wedel, wissen wir, dass es innen eine Wohnküche, eine Rutschbahn und eine Puppenstube gab. Ein Schornstein zeigt, dass es auch beheizt werden konnte. Die große Überdachung erlaubte ein Spielen im Freien auch bei Regenwetter. Ein Steg ermöglichte den Zugang zum Wasser. Auch wenn der Schlosspark der private Gartenraum der Familie war, waren große Teile für die allgemeine Bevölkerung offen. Es gibt Postkarten aus der Zeit, auf denen das Spielhaus oder Parkhaus abgebildet ist. Ab den 1930er Jahren hat die Familie von Wedel hier nicht mehr gewohnt. In den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg, als Wohnraum knapp war, hat man das Spielhaus sogar richtig bewohnt. Fotos dokumentieren, dass die Veranda geschlossen wurde. In den Folgejahren verwilderte der Park und wurde zu einem fantastischen Spielort für Generationen von Nachbarskindern. 1987 war die Bausubstanz so schlecht, dass man sich zu einem Abriss des Spielhauses entschloss. Eine Kollegin hat den Zustand in Fotos festgehalten und ein genaues Aufmaß gefertigt. Die Zeichnung zeigt besonders deutlich, wie liebevoll das Spielhaus gestaltet war. In den letzten 2 Jahrzehnten sind der Park und das Schloss sehr schön restauriert worden. Ein kleiner Spielplatz greift bereits Elemente des Kinderspiels auf. Trotzdem wünschen sich viele der längst erwachsenen gewordenen Nachbarskinder ihr Spielhaus zurück. Als Teil meines Datensatzes gibt es auch aktuelle Fotos und Lagepläne vom Standort im Park. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf Ihre Ideen.